Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute ist ja der erste Advent und ich habe euch versprochen, ich mache heute mit euch Baumkuchen. Es ist ein Klassiker unter den Kuchen und ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen Zeit investieren und man hat ein super tolles Ergebnis. Und ich habe euch ja auch gesagt, dass ich diesen Kuchen sozusagen verbinde mit der guten Schokolade, die ich heute verwenden werde, um den Kuchen zu dekorieren. Ich habe euch ja auch schon auf dem Blog und in dem letzten Vlog, den kann ich euch nochmal verlinken hier oben, erklärt, was es mit der guten Schokolade auf sich hat, dass jede Tafel dazu beiträgt, einen neuen Baum zu pflanzen. Und das finde ich richtig cool und deswegen möchte ich dieses Projekt auch unterstützen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich backe für die gute Schokolade einen Baumkuchen. Ich finde, das passt einfach super schön dazu. Ist einfach witzig. Ich habe auch gedacht, man könnte auch eigentlich eine Tanne ausschneiden aus dem Kuchen. Man kann auch direkt den Baumkuchen in Tannenform backen. Es gibt ja so Tannenbackformen. Und dann hat man gleichzeitig einen Tannenbaum, den man dann schön mit Schokolade und Perlen verzieren kann. Und ja, man hat auch innen drin den Baumkucheneffekt. Also diesen Baumrindeneffekt. Wie es gemacht wird, zeige ich euch heute in diesem Video und ihr könnt in dem Video auch was gewinnen, das heißt, bleibt bis zum Ende dran. Ihr könnt nämlich 14 Tafeln die gute Schokolade gewinnen, also ein ganzes Probepaket und das Buch Baum für Baum, in dem die ganze Aktion Plan for the Planet beschrieben wird und die ganze Geschichte dessen und wie das alles dazu kam. Und es ist super interessant und spannend und es ist absolut unterstützenswert. Und ja, wenn ihr Lust habt, geht mal in eurem Supermarkt vorbei und erzählt von dem Projekt und fragt einfach nach der guten Schokolade, ob sie im Sortiment ist oder ob man sie nicht einfach aufnehmen kann. Dann kann sich das Ganze weiter verbreiten und so können immer mehr Bäume gepflanzt werden. Und das ist ja absolut wesentlich für unser Klima, wie ihr alle wisst. Ich werde jetzt nicht weiter reden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel Spaß auf dem Sugar Princess Christmas Cookie Club. Auf jeden Fall auf dem Blog vorbeischauen, verlinke ich euch auch hier oben oder schreibe ich auch alles in die Infobox. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten für unseren leckeren, saftigen Baumkuchen. Ihr benötigt für den Baumkuchen ein Päckchen Butter, 250 Gramm, 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ihr könnt auch selbstgemachten Vanillezucker nehmen, dann ist es ungefähr ein Esslöffel, 3 Teelöffel Backpulver, etwas Stärke, 100 Gramm, 150 Gramm Mehl, dann 6 Eier, die habe ich mir hier schon getrennt, 6 Eigelb und 6 Eiweiß. Dann natürlich die gute Schokolade fürs Verzieren nachher am Schluss mit der Schokolade. Dann brauchen wir etwas Amaretto, 3 Esslöffel. Wir brauchen etwas Marzipan, 100 Gramm. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, etwas Bittermandelaroma hinzugeben. Und ihr braucht noch etwas dunkle Kuvertüre. Die gute Schokolade ist ja aus Milchschokolade und ich finde, Baumkuchen schmeckt besser mit Zartbitterschokolade, deswegen werde ich diese Schokolade sozusagen zum drüber verzieren benutzen und drunter eine Schicht Zartbitterkuvertüre nehmen. Optional dazu könnt ihr etwas Orangenschale abreiben, natürlich von einer Bio-Orange, die sollte gewaschen sein. Einfach ein bisschen, wie ihr mögt. Ich finde es ganz schön, auch als zusätzliches Aroma, aber das muss man nicht unbedingt machen. Und man kann die Kuvertüre auch noch mit etwas Orangenlikör aromatisieren, für die Leute, die das halt gern mit ein bisschen Pep haben, die sollen es so machen. Die anderen können das einfach weglassen, das macht keinen Unterschied, außer ein bisschen im Geschmack. Heizt euch den Ofen auf 250 Grad Oberhitze vor. Der sollte wirklich gut vorgeheizt sein. Und dann könnt ihr als erstes mal euer Eiweiß schön zur steifen Schnee schlagen. Einfach noch eine Prise Salz mit rein. Die Eiweiß sollten Zimmertemperatur haben, die Eigelb natürlich auch. Dann funktioniert alles viel besser. Grundlage beim Backen. Ich schlage mir das Eiweiß immer zuerst auf, dann kann ich nämlich den Rührbesen einfach nochmal verwenden. Wenn ich jetzt zuerst die Eigelbmasse schlagen würde, dann müsste ich hier spülen und so spare ich mir einen Spülgang. Und so langsam arbeite ich nicht, dass das Eiweiß in der Zwischenzeit wieder zusammenfallen würde. Das heißt, ihr spart einfach einen Arbeitsgang, wenn ihr zuerst das Eiweiß aufschlagt. Prise Salz nicht vergessen und das Ganze jetzt schön steif aufschlagen. Reicht schon und jetzt könnt ihr hier einfach wechseln. So sieht's aus. Schüssel wechseln. Und jetzt werden die Eigelb schön schaumig geschlagen und zwar mit der Butter und mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Jetzt geben wir uns die Butter hinzu. Die Butter sollte schön zimmerwarm sein. Dann lässt sie sich einfach besser vermischen. Ansonsten gerade in der Mikrowelle vorsichtig ein bisschen weich machen. Aber nicht zu viel, sie sollte also nicht geschmolzen sein. Sonst funktioniert das mit dem Aufschlagen nämlich auch nicht. Dann geben wir uns noch den Vanillezucker hinzu. Jetzt kommt natürlich noch der Zucker hinzu.
Jetzt könnt ihr das Ganze schön schaumig miteinander verrühren. Die ganze Masse sollte schön cremig, gelblich, schaumig aussehen. Dann ist sie richtig. Achso, was ich noch vergessen habe, wenn ihr dazugeben wollt, dann könnt ihr jetzt die Orangenschale hinzugeben. Ich gebe jetzt noch ein paar Tropfen Bittermandelaroma hinein. 2-3 Tropfen ungefähr. Und dann kann das Ganze verrührt werden. Schön gelb-cremig, ich zeige es euch gleich. In der Zwischenzeit kann man sich einfach schon mal das Marzipan warm machen und mit dem Amaretto verrühren. Ich mache das bei mir im Thermomix, ihr könnt es auch in einem kleinen Töpfchen machen oder vielleicht in der Mikrowelle, dabei ein bisschen aufpassen, dass es nicht verbrennt, also ganz vorsichtig. Das Wichtige ist einfach, dass das Marzipan jetzt zerpflückt wird und mit dem Amaretto schön verrührt wird, damit wir es jetzt gleich der Masse zufügen können, weil sonst so stückig wäre das einfach viel zu krümelig, viel zu dick und würde dann sich nicht gut untermischen lassen. Also ihr seht, wenn es richtig erwärmt ist, dann lässt sich es auch einigermaßen verrühren. Wie gesagt, viel schneller geht das im Thermomix, aber nicht jeder hat einen und es muss auch nicht sein. Man kann es auch genauso mit dem Topf machen oder eben in der Mikrowelle schmelzen. Das gebt ihr jetzt einfach zu eurer Eierzuckermasse hinzu und verrührt es noch schön. Das heißt, sie kommt jetzt einfach hier gerade runtergerührt. Sie sollte halt schön flüssig sein und schön homogen, damit das Ganze auch gut funktioniert. Ich habe jetzt hier schon Stärke, Backpulver und Mehl miteinander vermischt und gebe das jetzt einfach löffelweise hier dazu, während ich die Maschine so auf, ja, nicht allzu hoch laufen lasse. So in etwa auf mittlerer Stufe. Und wenn das Ganze schön verrührt ist, könnt ihr ausmachen. Und wir brauchen jetzt die Maschine auch nicht mehr. Den Rest kann man einfach mit dem Teigschaber machen. Hier, was auch an der Seite hängt, ein bisschen unterheben. So. Und jetzt brauchen wir natürlich unser Eiweiß, unser steif geschlagenes. Und das heben wir jetzt einfach in Teilen unter. Nicht direkt alles reinmachen, sondern einfach erstmal so ein bisschen was. Und gerade unterheben. Den ganzen Rest. Und so lange rühren, bis alles einfach schön untergezogen ist. Und sobald alles drin ist, dann nicht mehr weiter rühren, denn sonst würdet ihr euch die Fluffigkeit des Teigs zerstören. So, der Teig ist jetzt fertig. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Man muss halt ein paar Dinge beachten. Einfach wirklich die Massen gut aufschlagen. Das Eiweiß sollte nicht zu steif sein. Ihr habt ja gesehen, dass wenn es zu steif ist, lässt es sich auch etwas schwer unterheben. Also es reichen weiche Spitzen. Und jetzt braucht ihr eure Form. Die Form habe ich mir jetzt hier schon gespannt. Ich habe einfach Backpapier eingespannt. An den Seiten müsst ihr sie nicht fetten. Und es kommen jetzt immer so 3 Esslöffel von dem Teig in die Form. Und die verstreicht ihr einfach mit dem Löffel oder mit einer kleinen Palette oder auch mit einem Kuchenheber. Das geht auch. Also ich finde am einfachsten so ganz flachen Löffel, dann geht es richtig gut. Und dann wird dieser erste Teig einfach mal gebacken und zwar eben auf der obersten Schiene bei Oberhitze 250 Grad 3 Minuten. Bei mir ist es so, ihr müsst gucken, wie euer Ofen backt. Es kann, jeder Ofen backt etwas anders. Ihr müsst auf jeden Fall dabei bleiben, dass euch nichts verbrennt. Es sollte natürlich nicht zu dunkel werden. Einfach gerade eine schöne Goldbräune erreichen und dann holt ihr die Form wieder raus und streicht dort wieder 3 Esslöffel Teig drauf. Und zwar vorsichtig, dass die gerade gebackene Teigschicht dann nicht kaputt geht. Genau, und dann so backt ihr den ganzen Teig aus. Es dauert natürlich etwas. Es gibt auch Rezepte, wo man zwischendurch mal eine Lage Konfitüre noch drauf streicht. Das geht auch, das könnt ihr auch machen. Es gibt auch sogar Rezepte, da kommt noch eine Lage Marzipan mit zwischendrin rein. Aber wir haben das Marzipan ja jetzt schon im Teig und dann wird es nicht ganz so aufwendig. Okay, ich nehme zum Verstreichen immer so einen ganz breiten Löffel. Der hat hier so eine schöne breite Fläche. Das funktioniert dann ganz gut damit. Dann geht es am schnellsten. Aber ihr findet am besten für euch heraus, was für euch am besten funktioniert. Ich nehme jetzt immer so 3 Esslöffel Teig, aber auch das könnt ihr variieren. Wenn ihr jetzt noch eine dünnere Lage haben wollt, dann müsst ihr halt weniger nehmen. Ich finde aber, dann dauert es zu lange.
Also mit 3 Esslöffeln ist man ganz gut bedient. Und man steht jetzt nicht stundenlang in der Küche. Aber wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, 3 Esslöffel Teig hinein. Und das Ganze jetzt schön verstreichen. Und wirklich schauen, dass es auch gleichmäßig ist, dass jetzt nicht irgendwo mehr ist und irgendwo weniger. Dann sieht es besonders schön gleichmäßig aus am Ende. So, und so kann das Ganze jetzt in den Ofen. Wie gesagt, bei 250 Grad Oberhitze backe ich es. Ihr könnt auch den Grill benutzen, wenn ihr wollt. Probiert am besten aus, wie euer Ofen funktioniert. Ich würde es jetzt mit 250 Grad Oberhitze versuchen. Damit bin ich bisher immer gut gefahren. So sieht jetzt die erste Lage aus. Und natürlich gleich weiter backen. Gleich wieder 3 Esslöffel Teig drauf verteilen. Das Ganze immer möglichst schnell machen, damit der Backprozess nicht so unterbrochen wird. Vorsichtig, man neigt dazu, da anzufassen, weil man einfach das nicht so gewöhnt ist, dass es immer heiß ist. Deswegen immer natürlich Handschuhe tragen, sonst verbrennt ihr euch ganz gewaltig. Ja, und so mache ich das jetzt mit dem ganzen Teig. Wieder drauf verstreichen, vorsichtig diesmal natürlich. Werde ich auch so ein bisschen hier drehen, die Form. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Ich mache das normalerweise natürlich am Ofen, damit das schneller geht. Aber um euch jetzt zu zeigen, bin ich jetzt hier rüber gegangen. So. Schauen, dass man nicht allzu viel hier am Rand verstreicht, weil sonst der Rand verbrennt. Und jetzt kommt das Ganze wieder für 3 Minuten rein. Und ihr seht dann ja, wie schnell euer Boden bräunt. Es kann auch sein, dass ihr auf 2 Minuten runtergehen müsst oder eben noch etwas länger backen müsst. Das seht ihr dann. So backe ich jetzt alle meine Schichten und das dauert jetzt etwas. Und ich werde euch jetzt auch nicht alle zeigen, weil ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Wir sehen uns dann jetzt nachher wieder, wenn das Ganze gebacken ist. Und in der Zeit könnt ihr ja auch eure Schichten backen. Und dann muss das Ganze noch ein bisschen abkühlen. Und dann kann man es nach einer Weile mit Aprikotur überziehen, wenn man noch möchte. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Ich schreibe euch das natürlich aber auf den Blog ins Rezept. Die Aprikotur dient einfach dazu, dass das Ganze noch saftiger wird. Und ich mache das immer so, ich lasse den Kuchen ein bisschen abkühlen, Aprikotur drauf und dann einen Tag trocknen lassen, am besten über Nacht. Und am nächsten Tag kann man dann die Glasur drauf machen, also die Schokoladenglasur. Die wird dann richtig schön glatt und es sieht einfach phänomenal aus. Und wenn man es sofort so macht und wenn man es mit Hetze macht, dann wird es einfach nichts. Deswegen nehmt euch für den Baumkuchen wirklich viel Zeit. Einfach über mehrere Tage backen und dann klappt es auch. Ich habe jetzt so ungefähr 40, 45 Minuten gebraucht. Ihr könnt euch ja ausrechnen, so 10 bis 12 mal 3 bis 4 Minuten, wie viel das ungefähr ist. Das einzig Nervige ist halt, man muss halt ständig aufpassen, dass es nicht verbrennt und immer zum Ofen rennen. Dazwischen kann man aber die Küche wieder aufräumen und so. Und so hat man die Zeit dann auch gut genutzt. Nach dem Backen lasse ich das Ganze auf einem Kuchengitter auskühlen. In der Form erstmal 10 Minuten. Dann schneide ich den Kuchen raus oder hole ihn vorsichtig raus und kann ihn dann aprikotieren nach Belieben. Und ja, dann lasse ich ihn ganz auskühlen. So hübsch sieht der Kuchen jetzt aus. Ihr seht, er ist jetzt richtig schön goldbraun geworden. Und ja, wie gesagt, abkühlen lassen auf einem Kuchengitter. Erstmal 10 Minuten in der Form und dann könnt ihr ihn rausschneiden vorsichtig und ganz abkühlen lassen, beziehungsweise dann gleich noch warm die Aprikotur drauf machen, wenn ihr das wollt. Das müsst ihr aber nicht machen, könnt ihr auch weglassen. Meine Torte ist jetzt abgekühlt und richtig schön aprikotiert. Ich habe sie jetzt über Nacht stehen lassen und sie ist jetzt auch richtig schön durchgekühlt. Jetzt kann ich mir hier meine Schokolade, meine Kuvertüre schmelzen. Ich habe hier so ein Schmelzgerät. Das stelle ich mir einfach gerade an auf Melt. Und am besten nehmt ihr die Schokolade schon gehackt dort rein, dann geht es einfach schneller. Ihr könnt natürlich die Schokolade auch über dem Wasserbad schmelzen, wenn ihr sowas nicht habt. In der Mikrowelle ist nicht so günstig, da verbrennt sie meistens. Wenn die Schokolade dann geschmolzen ist, lasst ihr sie außerhalb dieses Wasserbads, stellt ihr sie wieder raus, lasst sie auf 25 bis 27 Grad abkühlen und setzt sie dann nochmal drauf und erwärmt sie nochmal auf maximal 30 Grad. Dann habt ihr einen wunderschönen Glanz. Ihr könnt natürlich auch gleich die gute Schokolade verwenden, wenn ihr gerne Vollmilchkonfitüre esst.
dann nehmt ihr einfach gleich die gute Schokolade. Ich möchte jetzt einfach die Kombination aus Zartbitterschokolade und der guten Schokolade obendrauf. Ich werde wahrscheinlich noch einen Tannenbaum drauf spritzen. Dann ist das ein richtiger Tannenbaum und dann ist es auch ein richtiger Baumkuchen. Meine Schokolade ist jetzt schön geschmolzen. Ich habe sie jetzt hier unten warm auf warm gestellt, dass sie nicht weiter heiß gemacht wird. Und schau mal, wie die Temperatur ist. Also die ist schon recht hoch. Und jetzt nehme ich das einfach mal runter und lasse das Ganze nochmal auf 27 Grad abkühlen und lasse es dann nochmal erwärmen. Ich habe meine Kuvertüre auf 27 Grad abkühlen lassen und habe sie jetzt wieder warm gestellt und lasse sie jetzt auf 30 Grad, aber nicht mehr, wieder hochfahren, wieder erwärmen leicht. Ein bisschen dabei rühren und achten, dass jetzt nicht zu warm wird. Okay, runter damit. Schokolade schmelzen, die ist ja etwas heller als die Zartbitterschokolade und die dann nehmen zum Verzieren, einfach so drüber drisseln oder vielleicht einen Tannenbaum damit ein Outline machen. Da ist natürlich eurer Fantasie keine Grenze gesetzt und das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch die ganze Torte einfach ausschneiden, wie ein Tannenbaum zum Beispiel, oder direkt, wie gesagt, in einer Tannenbaumform backen. Ich werde es jetzt so machen, ich werde jetzt einfach noch mit der guten Schokolade einen Tannenbaum drauf zeichnen sozusagen und den noch ein bisschen mit Perlen und Sternchen verzieren und dann ist meine Torte auch fertig und ich lasse sie trocknen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Anschnitt, das sieht bestimmt wunderschön aus. Ich mache mir jetzt meine gute Schokolade auf. Die ist ganz witzig gestaltet hier drin, ich habe das auch schon im anderen Video gezeigt. Sieht man, wie viel von dem Erlös jeweils in Prozent für was verwendet werden. Also 20% für neue Bäume, 18% für klimaneutrale Produktion, 12% für fairen Handel, 10% für unsere Zukunft, das sind also die Kinderbotschafter, 14% für die regionale Milch und 17% für den Weg zu dir. Also das finde ich richtig klasse, dass es hier so aufgeschlüsselt sozusagen. Und das Lustige ist, die Tafel selber sieht auch so aus, wenn ihr jetzt hier aufmacht. Dann sieht man jetzt hier auch 20%, 18%, 21%, 10%, 17% und 14%. Total klasse gemacht. Die Schokolade werde ich mir jetzt auch noch schmelzen und dann mache ich meinen Tannenbäumchen fertig. Meine Schokolade ist jetzt fertig. Die gute Schokolade ist geschmolzen und ich kann sie jetzt hier in meinen Beutel füllen. Da habe ich schon eine Spritztülle unten dran gemacht, dann natürlich eine Lochtülle, weil ich möchte hier jetzt das Outline spritzen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ihr könnt natürlich was auch immer machen, ihr könnt es auch einfach drüber drisseln. Ich mache jetzt hier meine Tanne. Und jetzt kann man das Ganze noch verzieren, und zwar mit den ganzen Kügelchen, die ich mir hier rausgesucht habe. Es dürfen auch gerne noch größere sein natürlich und ich habe mir hier extra auch noch einen Stern besorgt für die Spitze des Baums. Ja, und nach Belieben jetzt einfach dekorieren, wie es euch gefällt, und dann ist euer Kuchen auch schon fertig. Ich habe hier noch so kleine Lebkuchenmännlein. Ich mache jetzt einfach noch ein paar schöne Girlanden mit der Schokolade links und rechts rüber laufend. Wunderschön und fertig. Ich bin fertig. Ich habe alles fotografiert. Ich habe den Kuchen jetzt gebacken und er sieht wunderschön aus. Angeschnitten ist er jetzt auch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Ich muss ihn natürlich auch probieren.
logisch. Und das mache ich jetzt für euch. Oh mein Gott, total lecker. Also ich esse jetzt den Kuchen einfach weiter und überlasse euch eurem Schicksal. Ihr müsst halt selber backen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Aber ihr könnt ja auch noch was gewinnen. Und zwar die 14 Tafeln Schokolade und das Buch Baum für Baum. Wenn ihr mal einen Kommentar unter diesem Video hinterlasst, was ist euer Lieblingsbaumkuchenrezept? Habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge? Habt ihr andere tolle Rezepte, die ich auch vielleicht mal ausprobieren könnte? Dann schreibt es mir unten rein. Schickt mir auch gerne Bilder von euren Baumkuchen, wenn ihr was gebacken habt. Auf jeden Fall einen Kommentar hinterlassen mit einem unterscheidbaren Namen, damit ich weiß, von wem es kommt. Und nächsten Donnerstag werde ich den Gewinner, den oder die Gewinnerin des Schokoladenpakets, die gute Schokolade mit dem Buch Baum für Baum, bekannt geben. Und zwar hier wieder auf YouTube. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's gut, backt schön und habt Spaß mit euren Liebsten im Advent, nehmt euch viel Zeit. Tschüss!